Farben werden in Computerspielen für viele verschiedene Zwecke eingesetzt. Zum Beispiel in Mirror's Edge, wo uns der richtige Weg häufig in Rot angezeigt wird. Aber auch um Teams zu kennzeichnen, wie in Sport- und Strategiespielen oder hier in Team Fortress 2. Oder in anderen Spielen, wo rote Fässer auftauchen, die natürlich alle explodieren, wenn man sie beschießt. Einige Entwickler benutzen Farben als zentrales Spielelement. Unfinished Swan oder The Blob lassen uns zum Beispiel die Spielwelt einfärben, um vorwärts zu kommen. Farben können aber auch viel mehr als das. Mit der richtigen Farbpalette kann man Stimmungen ausdrücken. Denselben Ort kann man dadurch bedrohlich, ruhig oder romantisch darstellen. Man kann damit aber auch weitergehen, denn viele Spiele heben sich alleine von ihrer Farbgebung von anderen Spielen ab. Mirror's Edge, Firewatch und Hotline Miami kann man auch dadurch allein durch ihre Farbe erkennen. Bei Super Meat Boy, Journey und anderen würde es sich genauso verhalten. Man kann sogar Unterschiede in Genres erkennen. Aktuelle Militärshooter haben, egal ob es sich um Call of Duty, Battlefield oder andere handelt, tendenziell ausgewaschene Farben, die eher in Richtung Braun und Grau gehen. Das soll den Realismus und die Ernsthaftigkeit unterstreichen. Nintendo-Spiele hingegen besitzen generell viel Grün und Blau. Beat'em-ups auf der anderen Seite gehen in alle möglichen Farbrichtungen, verwenden aber viel Gelb und Rot, weil das in hektischen Situationen Farben sind, die man leichter wahrnimmt. Aber es gibt noch einen weiteren interessanten Aspekt, nämlich dass man Spiele anhand der Farben in Epochen einteilen kann. Um das zu demonstrieren, habe ich die 5 beliebtesten Spiele eines Jahres von 1980 bis 2016 herausgesucht. Das ergibt 180 Spiele. Zu jedem dieser 180 Spiele habe ich dann jeweils 3 Screenshots genommen und in Photoshop geworfen. Dort wurde dann die durchschnittliche Farbe jedes Bildes ermittelt, ein 2 Pixel breiter Streifen ausgeschnitten und alle 540 Streifen von 1980 bis 2016 nebeneinander aufgereiht. Anfang der 1980er überwiegt Schwarz noch sehr stark. Das lag daran, dass Arcade-Spiele wie Donkey Kong oder Pac-Man schwarze Hintergründe hatten. Gegen Ende der 80er und Anfang der 90er sehen wir dann sehr viel Grün und Blau. Das ist die Zeit von NES, Super Nintendo und Mega Drive. Das waren zwar nicht die ersten Konsolen, die Farben darstellen konnten, denn das ging 1982 auch schon, aber das war der Punkt, an dem Millionen an Konsolen und Spielen Einzug in die Wohnzimmer erhielten. Und plötzlich waren die beliebtesten Spiele Super Mario World, Sonic the Hedgehog und Castlevania. In den kommenden Jahren sehen wir dann ein breiteres Spektrum an Farben, was auch daran liegt, dass die Konsolen wie die erste PlayStation oder die Dreamcast Millionen an Farben darstellen konnten und Entwickler häufiger versuchten, realistische Grafiken zu erzeugen. So um 2006 passiert dann etwas Erstaunliches. Ungefähr zu dieser Zeit beginnt die 7. Konsolengeneration, mit der Xbox 360, der Wii und der PS3. Natürlich war diese Generation stärker als die davor und Entwickler hatten neue Möglichkeiten, gerade was die Grafik angeht. Diese nutzten die neu gewonnenen Möglichkeiten, indem plötzlich alles braun und grau wurde. GTA 4 zum Beispiel oder Fallout 3, Gears of War, Quake 4 Ende 2005, Driver Parallel Lines, selbst FIFA 2007 war plötzlich teilweise braun. Natürlich kamen zu dieser Zeit auch viele farbenfrohe Spiele heraus. Aber tatsächlich war diese Tendenz zu ausgewaschenen Farben damals ein Trend bei Entwicklern, mit dem versucht wurde, möglichst dramatische und realistische Grafiken zu erzeugen. Da die Berechnung von Lichtquellen noch nicht so ausgereift war, dass diese realistische Ergebnisse liefern konnte, versteckte man diese dann eben mit Farblosigkeit und anderen Effekten. Wie jeder Trend ging auch dieser irgendwann vorbei. Konsolen und PCs wurden stark genug, um realistische Grafiken auch anders zu erzeugen, und wir haben heute ein viel ausgeglicheneres Farbspektrum. Die Grafik der Zeit um 2006 bis 2008 wird heute von vielen verteidigt, insbesondere bei Spielen, in denen die Farben zur Geschichte und der Stimmung der Spielwelt passten. Das erste Gears of War wird dabei meistens als bestes Beispiel herangezogen, oder natürlich Fallout 3. Fakt ist, Entwickler haben heute viel mehr Möglichkeiten, Farben gezielt einzusetzen. Die Zeiten, in denen nur 256 Farben gleichzeitig dargestellt werden konnten, sind vorbei. Und selbst kleine Entwickler können ihre Spielwelt genau in die Farbstimmung hüllen, die ihnen am sinnvollsten erscheint. Farbe ist dadurch zu mehr geworden als einer bloßen Notwendigkeit, sondern zu einem sehr präzisen Werkzeug. Und es wird spannend sein zu sehen, was Entwickler in Zukunft damit anstellen. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls nicht, würde ich mich sehr über Kritik freuen oder über Vorschläge für nächste Videos. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.